Husa Leute und willkommen bei einem neuen Part von Illusion of Time mit mir, dem guten alten Level 4. So, ich muss etwas freilegen, damit wir gleich wohin können. So, das ist unten zu, das ist nicht so gut. Oder vielleicht doch, achten wir mal drauf. So, ist das auf oder ist das zu? Ne, das ist auf, ne? Gut. Da kann ich natürlich so noch nicht hoch. Ah, doch. Alles passt. Alles sitzt locker, fluckig und ist gut. Alles ist richtig. So, wir müssen ja da oben drauf. Da kommen wir aber so noch nicht ran, wie man sieht. Also, nehmen wir den Anlauf. Und, achso, Moment. Genau. Anlauf und laufen hier hoch. So. Da wir ja nur als Zwill das kaputt machen können, hauen wir es auch so kaputt. Und nutzen jetzt diesen Riesenschwung. Ach, Moment. Diesen Riesenschwung nutzen wir jetzt und laufen gegen die Wand. Na, was muss man da wohl tun? Richtig, aus dem Weg räumen. Und dafür brauchen wir erstmal einen Schalter. Und ich glaube, gleich lernen wir auch eine neue Fähigkeit für Will, wenn mich nicht alles irrt. Aber ansonsten irre ich mich auch ganz gerne. So, ich gehe erstmal nach rechts. Okay, rechts ist zu. Na toll, jetzt macht er ja den Weg dicht. Dankeschön. Ich gehe erstmal nach rechts. Weil da ist einfach gerade weniger los. Und ich komme hier besser rein. So, und beide sind wieder weg. Aua, natürlich tut mir weh. Natürlich, was noch sonst. Ich bitte euch, Leute. Tue ich mir bitte schon mal nicht weh. So, du musst weg. Du stehst auf dem Schalter oder sowas. Alter, Alter, auf damit. Ich mag das nicht. So. Als die Platte betrittst, ertönt ein Laut. Ein seltsamer Laut. Okay, was soll das? Ja, toll. Okay, du musst erstmal... Ach so, natürlich. Ich muss das Ding da drauf schieben. Ist ja klar. Komm her. Alles klar. Folge mir. Folge mir. Folge mir. Ja, weiß ich. Folge, folge, folge mir. So, jetzt das Ding unten. Also auf der anderen Seite mache ich natürlich, aber beim auf der anderen Seite ist es dann... Moment, hier ist es jetzt oben und oben ist es unten. Versteht ihr? Klingt seltsam. Weiß ich. Habe ich extra getan. Ich will euch verwirren. So, geht jetzt endlich sterben. Tut mir bitte den Gefallen. Danke. Letzte Gegner hier. Also, habe ich jetzt gerade Stärke bekommen. So. Hier oben ist was frei. Da ist aber zu. Okay, kann ich verstehen. Wenn ihr mir den Weg verwehren wollt, ihr blöden Penner, dann muss ich das wohl akzeptieren. So. Kommst du rechts? Ah, okay. Okay, der ist von doch was zu. Aber, ich glaube, das stört mich auch relativ gar... Ja. Und ich habe ja alle Juwelen jetzt mittlerweile bekommen. Und springen wir doch mal hier runter. Denn jetzt haben wir den Weg freigemacht. Na, die Dinger muss ich gerade noch weghauen. Ansonsten kommen wir wieder nicht durch. Sehr schön. Und jetzt weit oben starten, ansonsten schaffen wir es nämlich nicht. Na, danke schön. So, und wir sind oben. Und wir erhalten Kristallkugel gefunden. Die dritte Kristallkugel von 4. Und ja. Ich glaube, mittlerweile versteht ihr, was ich jetzt hier mit Rätseldichte meine. Ist jetzt nicht die Superwelt, ja? Also ist jetzt kein super Rätsel. Aber die sind schon sehr durchsichtig, kann man schon so sagen. Nun gut, wir sind mit diesem Bereich, glaube ich, fertig. Gehen wir mal weiter. Das wird jetzt noch reingesetzt. Wo ist denn die? Ah, da ist die Kugel. Die ist so getarnt irgendwie, habe ich das Gefühl. So, die Kristallkugel versinkt in der Aussparung. Und nun können wir fast dran. Eigentlich können wir schon drüber springen, aber nein, wir sind zu unfähig. Natürlich sind wir zu unfähig. Und gehen weiter nach links. So. Und wieder ein toller Roboter, der mich ein bisschen an Mr. Freeze erinnert. Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht. Ich bin nur ein Unwissender. So, und, wir merken... Da muss man schief laufen, um damit man da hochkommt. Also machen wir das doch auch mal. Schief laufen und juhu, gepackt. So, hier auf den Kopf hauen. Ah, das war knapp. Böse, böse. Kann ich den Kopf erwischen? Ja, ich erwische dich am Kopf.
Jetzt erwische ich dich nicht mehr. Du musst schon wieder entgegenkommen. Danke! So, komm her. Okay. Sehr schön. Ja, wie ihr seht, diese Explosion von diesen grauen Viechern können wir nicht kaputt machen. Was ich aber eigentlich komisch finde, weil grau ist eigentlich die Superlative. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, okay. Wir merken, so komme ich wieder zurück und ich fliege, glaube ich, höher, als ich es eigentlich wollte. Ich muss irgendwie in der Mitte landen und, tja, das klappt so natürlich nicht, deswegen muss ich hier runterspringen und klar gleich ein, ja, was aktivieren. Komm her, komm her, komm her. Komme ich hier nicht hoch? Dann komm du mal her. Na komm her. Wahrscheinlich machst du mir gleich einen Weg frei. Wenn du mal nachkommen würdest. Jetzt komm her. Komm schon. Komm her. Ich wedel dir auch Luft zu. Ich bin ganz freundlich zu dir. Ach, komm jetzt her, du blöder Wurm. Komm her jetzt! Ich höre mal kurz den Super Saiyajin. Komm her jetzt. Alter. Der will mich doch verarschen. Jetzt komm doch bitte her. Okay, ich springe mal kurz runter und wieder hoch. Nein, andersrum. Ich bin jetzt hochgesprungen, jetzt springe ich wieder runter. So. Und jetzt kannst du bitte schon... Ah, der ist er doch. Komm her. Sehr schön. Und der macht mir nichts frei. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Nun gut. Da muss ich jetzt wohl gleich irgendwie sofort abbremsen oder sowas. So, abbremsen, abbremsen. Ja, hat funktioniert, okay. Da muss das... War das doch simples Abbremsen. Von mir aus. Ich springe jetzt hier runter. Und... Ja. Was könnte es hier für ein Rätsel geben? Ich weiß es nicht. Oh, 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 das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Überall explodiert. Was? Alles ganz, ganz böse. Ja, Hilfe, Hilfe. Ja, Hilfe. Ah! Bombardement, wie im... Wie im Weltkrieg hier. Schlimm, 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 schlimm. So, kann ich dich anhauen? Nein, dann brauche ich wahrscheinlich wieder den guten alten Fredan. Na toll. Ist das doof hier wieder. Komm her. Komm, sei so freundlich und stirb doch einfach. Danke. So. Komm her. Nein. Alter, zu mir. Ja, du bist ja gar nicht mehr so doof, wie ich dachte. So. Jetzt weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, sehr schön. Und hier entlang. Und was gibt's hier oben? Gibt es da nicht... Ah, 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 ah. Ja, genau, das habe ich gesehen. Das meinte ich nämlich. Kurz aus dem Raum laufen. Und aus der Sichtweite. Und hier gibt es was Neues für Frieden, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich mich hier in Frieden verwandeln. Okay. Dann gibt es halt nichts für Neues. Gibt es halt nichts... gibt es halt keine neuen Fähigkeiten für irgendjemanden. Wahrscheinlich hier. Mir doch egal. So, wir heilen uns. Ja, 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 ja. Und speichern. Und gehen weiter. Gut, dankeschön. Gaia. So. Und weiter geht's. Ja, ja, ja. Gut. Ach, das ist natürlich jetzt nervig. Na, natürlich den falschen Moment abgewartet. Mein Timing ist nicht immer das Beste. Aber zumindest... Das war doof. So. Jetzt gehe ich erstmal weiter nach oben. Na toll. Und da oben waren die einen Gegner. Alles klar. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich laufe da erstmal da rein, weil das ist mir relativ egal. Frau, dieses Schwert jetzt... Ah, okay. Moment. Ich möchte das Schwert abschießen. Komm her. So, und stirb. Natürlich muss ich das jetzt hierher schieben. Alter. Ist das jetzt ein Witz? Ach so. So. Und jetzt muss ich es herziehen. Was verschwindet? Natürlich das hier. Das hätte man jetzt sich eigentlich denken können. Aber nicht, der kann so awesome sein wie ich. Ich rede mit blöden Kram, Leute, sorry. So. Immer noch nicht jeden Gegner besiegt. Ich glaube, da gab es noch ein paar Stellen. Ah, seht ihr? Ach, sag doch, dass ich ja nicht fertig bin. So. Ich bin noch nicht ganz fertig. Gibt es immer noch ein paar Gegner. Komm, stirb jetzt bitte. Sei so freundlich. Ah, nein, die schon wieder. Mit meiner... Ja, ja, gut, zumindest zu meinen Hassgegnern, diese Viecher. Gut, sind tot und ich krieg mehr Verteidigung. Alles klar.
Jetzt höre ich mal gerade die Explosion an. Die sieht aus, als würde er gerade ja, ein Gesicht schreien. Okay, weg hier. So, gab es hier unten noch was, wo ich runterspringen kann? Nein, gab es nicht. So, jetzt kommt die große Frage. Hier runterspringen? Oder? Ja, oder hier runterspringen? Ich weiß es nicht. Ich würde eher mal sagen, spring erstmal hier runter, weil das der offensichtlichere Weg ist. Und hier gibt's auch Gegner. Und wo Gegner sind, da bin ich gerne, weil das heißt für mich eigentlich Gegner besiegen und sich verbessern. Okay. Und das ist jetzt schon ziemlich klar. Hier komme ich so nicht weiter. Hm. Ach, ich besiege den erstmal. Vielleicht öffnet sich ja gleich noch ein Weg für mich. Leider nein. Leider gar nicht. Also muss ich jetzt dann doch erstmal wieder runterspringen. Und die anderen Wege in Betracht ziehen. So. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder runter, nicht da reinlaufen. Und hier runterspringen. Und wo kommen wir raus? Ja, war ja klar. So, ich muss mich jetzt gleich für eine Richtung entscheiden. Links oder rechts? Oben oder unten, meine ich. Oder erstmal Gegner oder kein Gegner. Ich entscheide mich für Gegner. So, komm, mehr du bist Schwert, damit ich die erstmal aus dem Sinn hab. Ist da was dahinter? Nein. Gut, da komm her, du Wurm aus Kugeln. Ja, das war der erste Rülpser in meinem diesem Let's Play. Wird wahrscheinlich auch nicht der letzte bleiben. So wie ich mich selber kenne. Ach, eine Lebenserweiterung, sehr schön. Alles klar. Ich glaube, ich entscheide mich erstmal für oben und dann für unten. Und dann gucken wir mal. Jump. Was ist hier? Heilkräuter. Ja, war also richtig. Ich wollte nämlich zuerst die Heilkräuter haben und dann die Kugel. Das ist natürlich jetzt wieder verbunden, dass ich jetzt wieder latschen muss, aber das ist ja alles halb so wild. Schließlich ist das hier ein Let's Play. Was hat das damit zu tun? Keine Ahnung. Ich suche gerade nach irgendwelchen Gründen, um überhaupt einen Grund zu haben. Für eine Ausrede. Ja. So. Und das heißt jetzt, Runde nur noch unten entlang. Ja, wenn ich denn nicht gegen die Wand donnern würde. Also noch einmal mit guten Freedom. Und Jumps. So, du Schwert stehst mal wieder schön im Weg. Geh weg. Geh weg. Jetzt geh doch bitte weg. Danke. Jetzt kommt schon. Danke. Und ta-ta-ta-ta-ta. Kristallkugel gefunden. Sehr schön. Ja, darf ich dann? Alles klar. So, damit wären wir schon eigentlich fertig. Aber es war mir irgendwie alles viel zu leicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe noch irgendwie so im Kopf, dass es dann doch noch irgendwas gab. Seid mir nicht böse, wenn ich mich gleich noch ein bisschen umgucke. Aber ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Ja gut, wir springen erstmal wieder zurück. Jumps, Jumps. Ich setze schon mal die Kugel ein. So, und setze sie ein. Genau, eine Einsparung. Unterdessen gehe ich schon mal hier rein. Und heile mich. Ja, auch wenn es nur wenig ist. Wir haben gleich mit einem Boss zu tun. Und vom Boss, ja, da ziehe ich es vor, mit voller Lebensenergie reinzuziehen, auch wenn es nur wenig war, was mir abgezogen wurde. Besser ist es so, als gar nicht. So, und jetzt gucke ich mal kurz nach, ob ich da was verpasst habe oder nicht, Leute. Bis gleich. So, Leute. Ja, uns hat nichts gefehlt. Alles sitzt locker, flockig. Guck mal kurz nach, ob ich die Aufnahme... Ja, ich nehme auf. Gut, dann auf zum zweiten Boss. Der heißt Viper. Oh, oh, oh. Schnell. Ah, ja. Okay. Und dieser Boss ist scheiße. So, vielleicht kann ich schon mal sagen. Und bam. Bam. Obwohl, ich komme so schnell weiter eigentlich gar nicht. Bam, 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 bam. Draufhauen, 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 draufhauen. Jetzt hat er schon die Hälfte weg. Wir haben noch volle Lebensenergie. So gefällt mir das doch. Draufhauen, 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 draufhauen. Ja, okay, draufhauen, draufhauen. Oh, er zieht mir doch ganz schön viel ab. Aber gleich ist er schon weg. Und das war's auch schon. Ja, Leute. Du hast die mächtigen Dämonen bezwungen. Sieh dort, eine der Statuen. Wo? Ach, ich krieg ihn einfach. Sehr schön. Ja, das war Viper, Leute.
beziehungsweise Viper oder wie auch immer. Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach, ich verwandle mich wieder in Will. Verstehe. Ja, dann Verwandlung zurück. Und ja, wir fallen gerade runter. Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Es ist Nils Stimme. Will, du stürzt auf die Erde. Versuch dich am Flugzeug festzuhalten. Nee, ich stütze lieber. Ich habe keinen Bock mehr. Ohne Mist, ich habe keinen Bock mehr auf Kara und den ganzen Kram. Irgendwie knall ich lieber auf die Erde und sterbe als... Nein, natürlich nicht. Ja, irgendwie, der arme kleine Mann, seine erste Liebe ist Kara. Er wird schwer enttäuscht werden von ihr. Ach, Leute. Ja, egal. Spring runter. Es wird spannend. Nein, verpasst. Verdammt, ich habe ihn verfehlt. Was war das? Damit ist Wills Schicksal besiegelt. Noch ist eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal. Ich versuche es. Ich muss ihn kriegen. Und nochmal. Und klack. Geschafft. Wie alle festhalten, würden sie normalerweise nicht schaffen. Aber das Flugzeug, na gut. Wer weiß. Sieht erinnert mich ein bisschen an Baloo. Bom 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 Baloo. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven. Ruhe jetzt, Will ist schließlich gerettet. Neil, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Natürlich. Und noch können wir abstürzen. Lass uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbilds heißt unser nächstes Ziel Mu. Ja, Mu. Auf zum Ozean. Mu liegt irgendwo im Ozean. Ja, Mu ist ein versunkener Kontinent, so vermutet es man. Ja, so vermutet man es momentan so. Ja, da bleibt mir auch nichts anderes zu sagen. Okay, wir stürzen ins Wasser. Keine Ahnung warum. Aber wir haben natürlich Fallschirme dabei, die aus Kuhleder gemacht wurden. Was ja überhaupt nicht gefährlich ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch Menschenleder. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Neil ist ein genialer Erfinder, doch seinen Schöpfungen scheint immer etwas zu fehlen. Naja, perfekt ist schließlich niemand, auch Neil nicht. Und wir landen mitten im Meer. Na, wenn das mal so toll ist. Und wir verlieren wieder alle unsere Freunde. Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder. Natürlich. Klar, wenn man ins Meer stürzt, findet man sich auf einmal in der Palasthalle wieder. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Ja. Eigentlich... Ah, schon mal direkt ein Skelett bekommen. Oh. Genau, die kann ich nicht töten. Also beziehungsweise die kann ich anhauen, aber sie verschwinden nicht. Und das ist doch mal ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Und den Part zu beenden. Ich glaube, ich bin ein bisschen drunter mit der Zeit. Statt drüber zu sein, das ist mal selten, aber ja, das kann auch mal bei mir geschehen. 20 Minuten, ja, von mir aus, aber diesmal halt nicht. So, Leute, ich danke fürs Zusehen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Illusion of Time mit mir Level 4.